Herzlich willkommen zurück zu Kirby Adventure Week, zum Final Boss des Spiels. Wir sind hier und kämpfen gegen den Drachen und das mit Bomben, weil ich Bombenfähigkeit liebe, weil Uninja, ich bezweifle mal, dass er gut ist, also der ist zwar gut, aber ihr versteht mich, Leute. Und das ist der Boss Landia. Und ich werde sofort schon getroffen. Ich dussel. Ich scheiß dussel. Landia. Oh Gott, Landia. Alles gut. Ich will hier nur ein bisschen abbeißen. Alles gut. Ein vierköpfiger Drache. Mit denen haben wir es zu tun. Ey, das kam jetzt unerwartet. Das muss man sagen. Okay. Oh, oh, Windstöße. Oh, nein. Gobi, ducken. Und jetzt Bomben. Nach oben, nach oben, nach oben, Gobi. Nach oben, Bomben. Zur Hälfte. Die haben sich gelöst. Oh, yo. Leck mich fett. Energie. Ach du Scheiße, Energiestrahlen. Ihr wollt mich ja verarschen. Kirby, besiegt die. Ja, besiegt. Jawohl. Aber. Ja. Easy win. Bravo, Kirby. Du warst dein Ruf als Held wahrlich gerecht. Landia ist besiegt. Ohne deine Hilfe wäre das nicht möglich gewesen. Und jetzt gehört sie endlich mir. Die Quelle unversiegbare Macht, die Meisterkrone, sie ist meins. Es war von Anfang an mein Ziel, diese Krone an mich zu bringen. Was guckst du mich so verdutzt an? Na schön, ich erkläre dir alles. Nachdem ich gegen Landia verloren hatte, müsste ich auf den Planeten Pop fliehen. Und dann kam mir der geniale Einfall. Ich beschloss, dich dazu bedrängen, Landia für mich zu besiegen. Genial, finde ich. Und dann hast du mir sogar noch geholfen, den Sternkreuzer zu reparieren. Echt danke dafür, Kirby. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, in dem dein Planet und das gesamte Universum sich vor mir verneigen werden. Weil du so eine große Hilfe warst, ist dein Planet natürlich als allererstes dran, als Dankeschön. Auf die Knie, Planet Pop, begrüß deinen neuen Herrscher. Wir helfen uns jetzt. Ich meine, wir haben sie ja nicht nur gerade mit Bomben zerstört und so und sie auseinandergemacht aus vier Drachköpfiger. Level 8, eine andere Dimension. Als ob einfach Mario oder Boss. Ja gut. Aber Landia war echt einfach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ein Shooter. Let's go. Let's go. Wir können auch aufladen. Okay. Na, wieso wurde ich getroffen?
Und das sind die Sperrenspuche. Ist das. Ja, das sind die. So als Mini-Kreaturen. Aber ich könnte doch irgendwie so. Ah ja. So einen Sprung nach vorne machen. Den Ultrasprung. Einfachen Shooter. Let's go. Oh, okay. Nein! Nein! Ja, also so hätten wir auch den Tod in dieser Folge schon mal gemacht, weil eine Folge ohne Tod, was ist das dann bitte? Sowas existiert nicht, Leute. Oh Mann. Und ich habe herausgefunden, warum ich so im letzten Part so hart gefailt habe. Es war Part 13. Müssen wir noch irgendwas anderes sagen, Leute? Part 13 ist doch immer so eine Pechzahl, wie Freitag der 13. Generell 13 ist immer eine Scheißzahl. Insgesamt. Komm, die Kirsche will ich. Und jetzt hier durchrammen. Hier auch nochmal durchrammen. Und jetzt sollte ich hier mal lieber warten, bevor ich auch wieder zerstört werde. Oh, 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 Bonbons. Die will ich auch gerne mit. So, Turbo. Aber man fällt, glaube ich, ein bisschen zurück, kann das sein? Ja, ein bisschen. Oh, ein paar Donuts nehme ich gerne mit. Das extra live lasse ich mal da. Ich hoffe, das war kein Fehler. Oh, wir zerstören diese fetten Dingsbumse. Bonbons. Und weiter geht's in die nächste Dimension. Oder Stage, kann man sagen. Oh Gott, was sind das denn? Kristalle? Also Kirby, ich meine, wenn du die Mine mal mitbringen würdest, ich glaube, ich würde ein bisschen reich werden durch diese... Kann ich die Teile auch... Ja, ich kann die Teile auch kaputt machen. Okay, komm Kirby, zerstört die Teile. Aufmachen, ich kann nicht zielen, das ist auch gut. Aufladen, bam. Aufladen, bam. Junge, die werden immer fetter, habe ich das Gefühl. Oh, Fleisch. Oh, fuck, ich sollte mal das aufmachen. Na, ich scheiß auf die Kirsche. Wir sollten mal aufmachen. Da es langsam knapp wurde. Okay. Oh Gott. Hauptsache, Kirby bewegt sich auch automatisch nach vorne. Na gut, es ist Scrolling. Was soll man da erwarten? Ja, noch fetter werden die Teile, oder wie? Oh. Ist in Essen teilen, okay. Ja, natürlich werde ich jetzt getroffen. Oh, nee. Okay, weiter. Weiter geht in die nächste Stage. Magolor. Oder er, Erzfeind. Und ruft ein Portal auf. Und das ist der Sternkreuzer. Den wir repariert haben. Ja. Den wir repariert haben, Magolor. Nicht du. Lore und Mag. Na, ja, moin. Shooterkampf. Okay. Let's go. Shooter. Oh. Das sind die Flügelteile. Die habe ich auch geholt. Ja. Warte mal. Ja, ich kann damit abwehren. Das ist so, wie sie werden. Ey, das sind die Flügelteile. Hätte ich nicht einfach mit den Sternkreuzer Lanya besiegen können? Oh, wow. Hoffentlich werde ich hier nicht getötet. Okay. Aber wieder die einzelnen. Das ist ganz, ganz doof. Oh, wieder Sternkreuzer-Attacke. Oh, Kirby, komm. Zur Hälfte langsam. Wir sind auch ein bisschen... naja, verletzbar. Ah, nee, das... Da, essen, essen, essen. Oh, nee. M. Was zur Hölle ist das denn jetzt? Suche und teil. Okay, sehr schön. Nice Schutzschild. Ja. Das... Okay, ich dachte, ich krieg das ohne Gegentreffer hin. Das wäre Legende. Jetzt kommt der da wieder. Nein! Oh mein Gott! Los, Kirby! Nein! Scheiße!
Oh, spamme 1 so hart. Dass mein Daumen bald abbricht. Okay, komm, Kirby. Aber ich denke, das wird es nicht gewesen sein. Komm, Kirby, besiegen. Oh mein Gott, wir haben ihn. Was für ein krankes Scheiß-Battle. Und es geht zum Final Boss, aber erst im nächsten Part. Auch wenn der Part ganz kurz geht und ich bin echt kein Freund davon, aber wie viele Bosse sind das denn jetzt? Dann wären das 3 Bosse in einem Part und das Thumbnail wäre dann auch ein bisschen zu voll. Versteht ihr, Leute? Das heißt, wir machen dann im nächsten Part den Final Boss extrem. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, nicht vergessen. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann und ciao, ciao.